Hallihallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play zu Dungeon Siege 2 mit dem Hotfix Mod. Der bietet sehr viele Neuerungen, wie zum Beispiel einen Charakter Reset. Also da kann man, ich glaube, die Skills zurückstufen und eventuell auch die Attribute, aber die glaube ich nicht. Dann gibt es zum Beispiel mehr Pets, mehr Beschwörungen, alles Mögliche, und ich möchte diesen Mod, also ja, Dungeon Siege mit dem Hotfix Mod und dem größten Kisten Mod ein bisschen besonders durchspielen. Und das ist, ich werde nur mit Beschwörer spielen, weil diesen wurden gebufft, und mit einem Kohleteufel und eventuell dann noch ein Esel. Und das ist so eine Art Challenge. Ich weiß nicht, wie schwer es wird, wie viel Schaden die Pets machen. Aber ja, schauen wir mal. Wir könnten einen Mensch nehmen, eine Dryade, ein Elb oder ein Halbriese. Und ich bin für einen Elb, weil der am besten passt zu der Geschichte. Wir nehmen ein Männchen, einen männlichen. Und nehmen dieses Gesicht und eine schöne Frisur. Ja, diese. Die Haarfarbe können wir noch ändern. Nehmen wir braun. Und Drago Hase. Ja, bevor wir starten, erzähle ich etwas für die über das Spiel. Das Spiel ist ja ein Action-Rollenspiel und es bietet eine super Geschichte. Es bietet viele unterschiedliche Gebiete, es bietet viele Herausforderungen, viele Quests, viele Geheimnisse, und die Bosse sind zum Beispiel sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel einen Boss, der one-hittet dich immer sofort. Der schießt so Stacheln. Wenn die Stacheln dich treffen, dann bist du tot. Sofort. Und das bietet ja eine Herausforderung. Da muss man diesen Sachen ausweichen und so weiter. Und dann gibt es zum Beispiel einen Boss, der hat einen mega Schlag drauf. Und ja, es gibt sogar Bosse, die mehrmals überleben, die man mehrmals angreifen muss und so weiter. Also eben 1A Rollenspiel, also Action Rollenspiel, Hack and Slay, mit sehr vielen anderen Features noch, und das werde ich dann alles zeigen. Und wir spielen es auf allen drei Schwierigkeitsgraden durch, bis wir Level 100 erreichen und darüber hinaus vielleicht auch noch. Und ja, einen Charakter werde ich zu einem Magic Find Charakter machen, aber wahrscheinlich nicht der Hauptcharakter, der ist nämlich am wichtigsten. Mal schauen dann. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, alles Mögliche, unten in die Kommentare schreiben, egal welchen Part. Und jo, das Spiel hat noch recht gute Wertungen bekommen, aber nicht so gut, wie es eigentlich verdient hat. Also es ist wirklich ein super Rollenspiel, es gibt momentan kein besseres Action-Rollenspiel. Und ja, es schon im Intro ist es eigentlich cool, also genießt das Intro, und wir sehen dann im Game, dann ist die Auflösung auch größer, dann ist es auch Full HD die Auflösung. Und ja, hier haben wir übrigens noch einen Rassenbonus für die verschiedenen Dinge. Da haben die anderen zum Beispiel Stärke statt Intelligenz und weniger Mana-Regeneration und so. Aber ja, die können wir dann ein anderes Mal anschauen. Weil ich will jetzt ihn nicht schon wieder resetten. Okay, wir machen es kurz. Also hier ist zum Beispiel kritischer Schlag, ein Sonderpunkt, also zwei Sonderpunkte. Zum Beispiel Halbriese hat 2 Punkte auf Tapperkeit plus 6 Stärke, dafür minus 2 Geschicklichkeit und 5 Lebensregeneration. Der Mensch hat 2 nicht zugewiesene Fähigkeitenpunkte, die anderen haben ja 2 schon zugewiesene. Und zum Beispiel mehr Chance, magische Gegenstände zu finden. Haben wir einen Naturmagier? Oder wollen wir... Komm, wir machen einen Menschen.
Weil wegen der Chance, zusätzlichen Chance, ist das schon wichtig. Da machen wir ihn zum MF-Charakter. Da hat dann auch das höchste Level, kann also die besten Items tragen und so weiter. Und da wir nicht nur auf Intelligenz, nicht nur auf Naturmagie skillen, sondern auch auf Kampfmagie, wird er dann auch viel mehr Items tragen können. Wir haben einen Feuermagier später. Wir haben einen halben Feuermagier, aber der ist nicht so gut. Dann brauchen wir unbedingt einen, der auf Feuer geht. Also auf Kampfmagie. Und auf Beschwörung dort. Dann nehmen wir halt einen. Ja, der sieht nicht so gut. Der da. Oder ist die andere. Ja, das ist halt heller. Ne, wir nehmen gelb. Und hier nehmen wir ja braun. Fissur können wir noch ändern. Ja, ich will nicht so eine 0815 Frisur, dann nehmen wir ja, wir nehmen diese Frisur. Also, dann haben wir das und jetzt kommt das Intro. Bis gleich. Ah, wir müssen hier noch die Schwierigkeitsgradstufe auswählen. Hier müsst das Spiel als Söldner Ding und hier müssen wir das Spiel mit Veteranen durchspielen, dann müssen wir Söldner nehmen. Also, genießt das Intro. A thousand years ago, when Arana was young, but not innocent. Das ist Englisch, wieso ist das Intro auf Englisch? The first age of man came to an end by the meeting of a sword and a shield. The sword of Zaramoth, the Unmaker, powered by a subterranean river of magic, had ruled the age by unquestioned force. Until the shield of Azunai, the Defender, became the sword's only rival in power. They were destined to meet on the field that would forever be known as the Plain of Tears. Zaramoth commanded control of the power. Azunai longed to disperse it. Both zealots could not win. But unbeknownst to either warrior, the sword and shield had destinies of their own. The sword shattered the shield and sparked the great cataclysm. The land split open, and the souls of the warriors, ripped from their chests, rushed into the river of souls that flowed beneath the land, splintering it into a thousand ley lines. The shockwave was felt in every part of Arana. Even the lives that were spared were changed forever. The stars shifted, and the Second Age began. All this was forgotten for centuries. The magic that was scattered on the Plain of Tears was fractured under the world, waiting with its unpredictable power. Until a young prince named Valdis followed powerful visions to the mountain fortress called Zaramoth's Horns. The dark wizards mastered the magic and granted Valdis access to the lost sword of Zaramoth, the very instrument that ended the First Age. In that instant, the Second Age fell under the sword's ominous shadow.
more worthless mercs! You're late! You're near to the front immediately! Check in with Martin Lieutenant Gerund at the tower! Now get moving! I've had a bad feeling about this ever since we left Armanlu. There's something... I don't trust these Mordl. So, jetzt haben wir die gute Auflösung. Kann man die Sprache nicht auf Deutsch machen? Das ist denn blöd. Also eigentlich ist ja die Sprache auf Deutsch. Tja, aber wir machen trotzdem weiter. Die, die Englisch können, die können es ja sich anhören. Die, die nicht Englisch können, ich erkläre euch mal kurz das Intro. Also der Krieger Asmodan und der Gegenspieler Zamorak, das sind zwei Götter, haben sich, weiß jetzt nicht wie der heißt, Azuria oder so, trafen auf sich, Azuria mit dem Schild und Saromak mit dem Schwert, und das Schwert ist dann kaputt gegangen, also in zwei Teile, und das Schild in vier Teile zersprungen und hat die Seelen der Ebene der Tränen aus dem Schlaf gerissen, und jetzt sind sie überall auf der Welt verteilt. Und ja, dann kam ein Mann namens Valdis mit seinen Magiern, die übrigens extrem grässlich aussehen. Also die grässlichste Fresse, die ich je gesehen habe. Und hat dann das Schwert wieder aus dem Stein gezogen. Er hat wahrscheinlich nur einen Teil oder so. Oder hat es. Er hat das Schwert, glaube ich, noch geflickt. Und ist dadurch zu der Verkörperung von Saromak geworden. Und ja, dann hat der Drachen gerufen, die sind ja irgendwo hier oben, irgendwo, das sind vorgeflogen, und haben die Söldner, das sind wir zwei hier, ich und der Draven, oder wie er heißt, Draven, ja, sind ein Teil von diesen Söldnern, und wir kämpfen momentan noch für die Schergen von Valdis. Die heißen Morden. Okay. Machen wir mal weiter. Also, das ist genauso wie in einem anderen Action-Rollenspiel auch. Man tut eigentlich mit der Maus steuern. Kann auch mit dem. Ja, nein, das ist die Kamera. Okay. Klopft auf Monster. Kann man hier Fähigkeiten auswählen, zum Beispiel Naturmagie, das ist ein Blitz oder so. Kann ich jetzt gerade nicht ausführen. Und wir werden ja einen Feuerzauber. Oder Moment, ich muss mal alles anschauen. Also, hier haben wir ein paar Items bekommen. Ja, das muss mich nicht wissen. Eine bessere Rüstung haben wir zum Beispiel hier. Und einen Bogen brauchen wir nicht. So, das ist das Zauberbuch. Man bekommt Zauber in Form von Schriftrollen. Und die kann man dann auswählen hier. Vier kann man direkt aktiv halten. Zwei können automatisch ausgeführt werden. Und das sind die Reserven für Zauber, die man mit Tastenkombinationen auch zu den aktiven, also auswechseln kann und so. So, dann haben wir hier den Skillbaum, zum Beispiel von den Nahkampfkünsten. Und also Nahkampffähigkeiten haben wir hier unten, Nahkampfkünsten hier oben. Das sind bestimmte starke Angriffe, Auren und so weiter. Zum Beispiel hier ein Wirbelschlag. Fernkampf hat andere, Kampfmagie und Naturmagie. Und ich muss schauen, was besser ist. Schaden, Gesundheit. Okay, dann werde ich wahrscheinlich zuerst Naturmagie nehmen. Oder ist es hier besser?
Ich muss schauen, ah, da oben. Angriffsgeschwindigkeit und Fluchen. Ja, da nehmen wir zuerst Ding. Bei jedem werde ich zuerst Naturmagie nehmen und nebenbei noch ein bisschen Kampfmagie leveln. Dann nehmen wir den Zauber hier, wählen den aus und können, weil wir Ding sind, weil wir ein Mensch sind, können wir hier noch etwas verteilen, aber ich kann nur im Nahkampf. Ich brauche Stufe 1, also können wir noch nicht machen. Der Draven, der ist Nahkämpfer. Und hat hier zum Beispiel schon Naturmagie Stufe 1 und Nahkampf auf Stufe 1 mit 2 ausgewählten Fähigkeiten. Okay. Machen wir weiter. Reden wir mal mit denen. Lass mich in Ruhe, Söldner. Ich bin beschäftigt. Okay, reden wir mal mit dem. What are you standing around for? Check in with Morden Lieutenant Jarrand at the tower. Get moving! Now! Ja, was steht ihr hier noch herum? Meldet euch bei Söldner Feldwebel Jarrand im Turm und zwar sofort. You lot are late. There's a few extra scraps in the barrels. Break them open by right-clicking them. Now get out of my face, maggot. Okay, ich hoffe, ich kann das lesen. Ich werde jetzt nicht mehr vorlesen. Ja, sonst müsste ich eine Auflösung runterstellen. Aber ihr habt ja ein großes Video. Und sonst müsst ihr halt auf Vollbild, wenn ihr es lesen wollt. Aber ich möchte jetzt nicht alles nochmals lesen, wenn ihr schon geschrieben hat, und ich hoffe, die meisten können Englisch verstehen, wenn auch nur wenige Wörter, hilft trotzdem. Und dann kann ich mal ein bisschen meine Zunge muss ich meine Zunge nicht anstrengen. Hier haben wir zwei Handschuhe, dann geben wir einen Draven, hier hast du einen Handschuh, sehr schön. Okay, reden wir mal mit dem. They say it's rough going against those dryads. We'll be earning our pay today, that's for sure. Und wenn ihr wisst, wie ich das auf still better than washing clothes and raising brats. Wenn ihr wisst, wie ich das bei Steam auf Deutsch machen kann, dann dürft ihr mir das gerne und ja, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das auf Söldner Schwierigkeit, also auf Veteran oder was der mittlere Schwierigkeitsgrad ist, dann auf Deutsch ablaufen lassen, dann versteht ihr auch mehr, hoffentlich. Mark, report to Morden Fighter Talk ahead for your combat lesson. Get moving now! Schon unterwegs, bitte öffnet das Tor. Hui, Zauber. Ja. Dann reden wir mal mit dem Nahkampftrainer, Morden Feldwebel Tark. Do you know which end of a blade is which, maggot? Let's see if you can destroy this training dummy with your dagger. Ja, ja. Okay. Einfach draufklicken. Kaputt machen. Alles kaputt machen. So. Draven, ich gebe dir mal einen Bogen. Dann kannst du das mal für mich machen. Ah, du hast schon einen Bogen. Dann machst du das mal für mich. Den müssen wir ja nicht ansprechen. So, nehmen wir die Sache mit. Ja, ich weiß, dass man das Inventar mit I öffnen kann, aber ich brauche das nicht. Okay, wir haben einen Heldenring mit plus 5 Rüstung und plus 10 Gesundheit. Und ein Heldenamulett, magische Schatten um 4% reduziert. Das sind einzigartige Gegenstände. Das sind, glaube ich, die besten, oder? Ich denke schon, also. Die gehören zur besten Klasse. Und hier muss man mit Naturmagie die Sachen zerstören.
Nein. So, sehr gut. Jetzt reden wir mit dem. More mercs playing at war. You probably don't even understand how to gain experience in the four classes, do you, scum? Wir sind keine Spielzeugsoldaten. Ha! You maggots never know what you're doing. Choose a class and stick with it. If you switch weapon types too much, you'll become a weak jack of all trades. And then those cursed dryads will eat you for breakfast. Not that you wouldn't deserve it. Ja, aber wir nehmen trotzdem zwei. Weil ich will ein bisschen Challenge. Ich will euch das Spiel nicht einfach nur zeigen, indem ich durchrushe oder sonst irgendwas. Wir brauchen noch ein bisschen Herausforderung. Eventuell müssen wir halt ein paar Mal in schwächere Gebiete zurück oder so. Aber ich werde sowieso alle Missionen machen. Ich werde das Spiel zu 100% durchspielen und deshalb werden wir wahrscheinlich schon genug stark sein. Took you long enough, Worm. The other mercs are at the front lines already. The Temple of the Coast must be taken by nightfall. Now get moving. Mit dir reden. Wait, I have a bad feeling about this. My medallion feels heavy, as if it's trying to tell me not to move. Nicht schon wieder diese abergläubische Blödsinn. Das Medaillon ist doch bloß eine Murmel von deiner Schwester. Wir haben Wichtiges zu erledigen. Also los. You aren't being paid to stand around. Get moving now. Ja, ist ja gut. Those filthy dryads are summoning another shell. You mercs, get in there and destroy that thing. Eine Muschel. This must be the Bracken we learned about his children. Let's take him out. Da kommen Baumwesen heraus. Okay. Oh, die beschwören irgendwie mehr. Ja, müssen wir fast auf die Muschel gehen. Gehen wir auf die Muschel. So. Gut. Ja, Handbucheintrag, das weiß ich. Da haben wir zum Beispiel die Auftragdetails, die Karte. Wir sind hier unten und die Map geht bis hier oben. Oder sogar noch bis hier oben. Ja. Und Überlieferung, hier gibt es Auftragsgegenstände, Bücher, wo man einfach so finden kann. Karten kann man auch, wenn man ein Gebiet, ein neues Gebiet betretet, kann man die finden. Und Gesänge, die geben Buffs, das ist so, ja. Jeder Gesang, den man singt, gibt einen Bonus. Und hier ist das Bestiarium. Hier kann man Details über die Kreaturen anzeigen. Und sogar ist hier etwas geschrieben, das kann man leider nicht gut lesen. Aber hier steht einfach, dass sie von den Dryaden sind und Feuerschwäche haben. Und hier dritter Akt und dann noch Schoßtiere, die man, also es sind die Pets, die man einfach mitnehmen kann, eventuell kämpfen. Und ja, zum Beispiel der Esel ist, glaube ich, das einzige Pet, das nicht so gut kämpfen kann. Und die anderen haben alles so Spezialfähigkeiten. Eines ist wichtig, das ist der Kohleteufel. Den werden wir mitnehmen, weil das den physischen Damage, der Damage für Feuer und der Damage für Schattenangriffe von den Gegnern, also die Rüstung schwächt. Oh, jetzt ist es gerade sehr laut. Wir machen ein bisschen leiser. Ein bisschen leiser machen für den Drago. So, weiter geht's. Ich hoffe, es ist nicht zu leise. Ja, ein bisschen lauter kann es schon sein, hey. Jetzt ist es wieder zu laut. Naja, jetzt geht's. Hier ist ein Waldgolem, den haben wir erledigt. Ein bisschen leiser wieder. So, jetzt ist gut. Ja, jetzt hört man noch etwas, aber es ist nicht zu leise. So, schauen wir mal die Landschaftsdetails an. Hier ist zum Beispiel irgendwas kaputt und die greifen mich an. Das ist nicht gut.
Wähl du mal den Schlag, den Superschlag. Wie heißt der? Kann man den nicht mehr auswählen. Ah, abwählen. Dann greife ich ihn mal an mit dem Superschlag. So. Ja, ihr seht, die Monster werden zerstückelt mit dem Schlag. Das heißt, er war sehr effektiv und stark. Und wir haben ein Level up. Dann leveln wir zuerst uns. Wir müssen also hier anfangen. Mit Stufe 5 können wir das erste Mal Ding. Wir brauchen aber auch... Also hier zum Beispiel Schaden durch Naturmagie brauchen wir nicht, weil wir nicht angreifen. Außer wir können hier irgendwas noch verbessern. Aber wir werden uns konzentrieren auf Mana-Preis für Zauber minus 6%. Weil Magien sind sehr stark. So und jetzt habe ich auch hier einen von den Naturmagie-Künsten. Der Magier beschwört einen monolithischen Stein solcher Dichte, dass seine Gravitationskraft feindliche Wesen an sich zieht und sie so lange festhält, bis das Kraftfeld in sich zusammenfällt. Also ist ein Stunt-Zauber, der die Gegner ansaugt und dort lässt. Wir haben noch mehr Punkte. Wir können ja eins mal in das machen und dann wieder eins in das. Dann haben wir 2 Punkte und minus 12% Mana verbrauchen wir pro Zauber. Und dem geben wir Schaden. Nein, nicht Gesundheit. Schaden geht nicht. Dann geben wir ihm ja, Gesundheit. Schaden machen wir. Okay. Dann haben wir neue Zauber bekommen. Geringe Wiedererwecken Naturmagie Zauber. Stellt 10% der Gesundheit des Ziels wieder her. Also, der Zauber. Ah, das geben wir ihm. Erweckt einen Mitspiel wieder, wenn er tot ist. Und gibt ihm 10% wieder. So, aber wieder das Eisgeschoss auswählen. Aber das gilt nur für eure Charakter. Für andere NPCs und so gilt das nicht. Die kann man nicht wieder erwecken. So, beschwören wir mal das Teil. Sehr schön. Aber irgendwie sind die nicht angezogen worden. Ah, da habe ich das falsch gelesen. So, jetzt haben wir da ein neues Kommen, ein Gewand für einen Magier. Okay. Zerrissenes Lehrlingsgewand. Dann schauen wir mal. Der heilt sich selber, okay. Wir haben hier 9. Hier haben wir 11. Das ist nicht so gut. Okay. Gehen wir hier runter. Hier kämpfen ein paar noch. Hier ist zum Beispiel ein Drache links. Oh, da ist jemand explodiert. Und Stiefel. Also Grafik war das sehr gut eigentlich. Ja, sehr gut kann man jetzt nicht genau sagen. Aber ja, zumindest sehr viel schöner als andere Action-Rollenspiele um die Zeit. Das Spiel kam 2005 im Sommer raus. Du musst die Ding auswählen. Wieso hast du das Schild nicht ausgewählt? Geht's noch? Bin ich wieder schuld? Er heilt sich automatisch ohne Zauber. Oh, wir haben kein Mana mehr. Ja, dann heilst du dich am besten. Wir müssen die Muscheln noch zerstören. So. Gehen wir nochmals kurz zurück. Wir haben ja Stiefel bekommen. Rüstung 1, Rüstung 2. Okay.
Ist nicht so gut. Geben wir das Dremen, das Schwert. Und jetzt wollte ich nochmal schauen. Wir bekommen Zusatzdinge, Erfahrung in Naturmagie und in Intelligenz, Geschicklichkeit und Stärke. Also Intelligenz am meisten, wenn wir Naturmagie einsetzen. Und Stärke am zweitmeisten oder Geschicklichkeit am zweitmeisten, weiß ich gar nicht genau. Und wenn er zum Beispiel Nahkampf denkt, dann bekommt er hier Nahkampfpunkte. Und mehr in Stärke, weniger in Geschicklichkeit und Intelligenz. So, 5 bis 7, 4 bis 6. Also nicht so gut. Aber Stärke würde ich dann schon bevorteilen, wenn Stärke noch drauf ist. Aber der Hammer ist schon ein bisschen stärker, dann bringt es nicht so viel, wenn 1 auf Stärke ist drauf. Ja. Der Drache hier ist tot. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. Wahrscheinlich wurde er vom Himmel geholt mit Zaubern oder so. Von den Dryaden. So, jetzt gehen wir weiter. Ja, ich habe gerade kein Feuer. Also ich will kein Feuerzauber benutzen. Aber danke, dass du mich hinweist. Und jetzt kommen kleine... was sind das? Farna-Verteidiger. Und wir haben ein Level Up in Naturmagie und eine Charakterstufe. Jetzt sind wir Level 2 und werden es nochmals auf Brillanz machen. Naturbündnis, das ist... Ah, das ist gar nicht in diesem Spiel Brillanz. Aber Naturbündnis haben wir genommen. So, hier drüben ist sicher auch noch was. Hier ist einer getötet worden mit einem Pfeil in die Brust. Okay. Zoomen wir mal ein bisschen heran. Da kann man nicht so gut spielen. Also wenn ich jetzt wenn ihr das Spiel mal auch durchspielen wollt, dann nehmt am besten unterschiedliche Charakterklassen, nicht wie ich, nur Beschwörungen oder so. Für die, die das erste Mal spielen, ist das Spiel noch nicht zu ist es noch ein bisschen zu schwer, aber auch nicht so schwer, dass ihr nicht direkt irgendwelche Challenges machen könnt. Hier haben wir eine Schriftrolle, also die sind einmal ausführbar, ja. Die werden wir benutzen, also Ding. Behalten. Machen wir die hier unten hin. I have that traitorous fiend in my sights. I could, but why does my heart stay my hand? Perhaps there is more at play here than I can tell for the moment. There's something about this one. Did you see that elf? I recognized him. It was Amren. Das war Amren. Amren, bist du sicher? Ich habe Gerüchte gehört, dass er über die Gabe der Sicht verfügt. Aber ich habe ihn noch nie gesehen, was er hier wohl zu suchen hat. I know that he is much talked about in Drudwyn's tavern back home. He's rarely seen, but his deeds, real or imagined, are discussed there with enthusiasm. Okay, warum er nur mit den Dryaden auf diesem Island kämpft? So viel ich weiß, hatten die Elben noch nie viel mit den Dryaden zu tun. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Das wüsste ich wirklich auch gern. Mhm. Also, ich kann das euch schon mal spoilern. Das ist nicht wirklich ein Spoiler, aber er wird unsere Party dann viel, viel später anschließen. Kann ich etwas für euch tun? Ja, ganz klar. Ich sterbe doch nicht wegen dir. Du siehst so schrecklich aus, dass man dich in die Fresse hauen sollte. Nein, hab ich's nicht. Töten! Töten!
Verzeiht mir bitte die Störung. Nächstes Mal solltet ihr euch besser vorsehen. Okay. Da könnt ihr übrigens... Oh, ist das gefixt worden? Okay, aber nehmen wir trotzdem noch eine mit. Ah doch, es geht immer wieder. Man muss noch ein bisschen weg. Also hier könnt ihr unendlich Schriftrollen mitnehmen. Also, ja, eben, das Spiel ist mit dem Hotfix-Mod. Den findet ihr eigentlich, wenn ihr Dungeon Siege 2 Mods bei Google angebt, auf der ersten Seite. Und ja, es ist eigentlich der beliebteste Mod, weil er eben noch ein paar Sachen fixt und ein paar Sachen hinzufügt, die halt vergessen wurden oder sonst irgendwas schlecht gedesignt, schlecht balanciert wurden und so weiter. So, jetzt haben wir den gestunt. Alle haben wir gestunt. Gut. Ah, noch ein bisschen warten. Ach komm. Nervt nicht. Jetzt top. Sehr schön. Und der hat nur noch wenig Leben. Gut. Dann haben wir hier eine Streitaxt. Schauen wir die mal an. Ja, die ist noch schwächer. Okay, egal. Haben wir die geschafft? Das sind die besten Gegner hier in diesem Gebiet. Vor allem die härtesten. Ah, da ist noch einer. Das ist ein Ketril. Okay. Haben wir mal abkommen. Also wir haben ihn nicht ausgewählt, aber er folgt uns eigentlich immer. Und wenn wir angreifen, greift er auch an. Das kann man auch umstellen. Aber ich weiß jetzt nicht genau wie. Ah, dort unten rechts. Ah, ist noch nicht tot. Ja, genau das wollte ich. Ich wollte ihn nicht heilen, weil er sowieso ein Level Up bekommt. So. Und gut, den haben wir getötet. Jetzt hat er ein Level Up. Den machen wir auch hier drauf. Und nimm du mal die Axt ab, das Schwert, das hier und den Bogen auch. Dann haben wir mehr Platz. So, und ja. Dann gehen wir weiter. Wir wollen ja hier kurz noch kurz. Ja, hier können wir zum Beispiel Nachahmen wählen oder angreifen. Wir haben Nachahmen genommen, oder? Und wenn die drücken, haben wir Angriff, okay. Also bei Angreifen greifen sie immer an, das ist nicht immer gut. Wenn wir abhauen müssen, dann müssen die anderen auch abhauen und deshalb sollte man sie nicht... ja, sollte man nachahmen, denkt, damit sie auch abhauen. Weil es gibt recht schwere Gegner in diesem Spiel. Und die kann man... Greif doch an. Jetzt. Also man muss noch rechte Maustaste extra gedrückt haben, also drücken, damit er angreift. So, hier kommen wir in den Dschungel rein oder so. You're turning into quite the warrior. Keep in mind, you should choose a class and stick with it if you want to approach my expertise. Ja, jetzt wird hier nochmals hingewiesen, dass man in einer Klasse sein bleiben soll. Stop a moment. My medallion. I know how you feel about it, but I just can't shake this feeling that something is going to happen. The closer we get to the temple, the stronger I feel it. Ja, das Gefühl wird stärker. Wirklich, Drevin, sobald wir hier raus sind, gebe ich einen Humpen Bier aus. Da geht's dir gleich viel besser. I look forward to that. But for now, I want you to take my medallion. Please, it's important to me. More than you know. Just promise that you won't ever let Valdis take it.
So langsam habe ich genug. Na gut, ich nehme das Medaillon, bis wir wieder zu Hause sind. Aber nur weil du so versessen drauf bist, können wir nun endlich gehen. Und wir haben Draemins Medaillon bekommen. Euer Freund Draemin gab euch dieses Medaillon während der Belagerung des Strandes von Greilin. Ich war damals nicht wohl dabei. Er bestand so hartnäckig darauf, dass ihr es nehmen solltet. Was sah er kommen, das euch verborgen blieb? Dieser Gegenstand schien ihm wichtiger zu sein als andere und er wollte ihn um jeden Preis sicher wissen. Trotz eures Bedenken versprach ihr ihm, es sicher zu bewahren. Wenn dieses Artefakt tatsächlich so mächtig ist, wie Draemin zu glauben scheint, dann werden die es wahrscheinlich brauchen. So wie es aussieht, wurde es irgendwo entrissen oder so. Sieht aus wie ein Puzzleteil oder so. Ich weiß es, was es ist, aber ja, so wichtig ist es nicht. Oh. Stunny Boys. Nein, den falschen habe ich angeschossen. Okay, komm, schaff. Du schaffst das noch, ja. Draemin, du verlierst fast immer so viel Leben. Ich habe dir extra Leben gegeben durch die Skills und dann verlierst du immer noch so viel Leben. Oh, das sind die Gegner so stark. Okay, hier oben sind noch ein paar Truppen von unserer Armee. So, Dele. Okay, reden wir mal mit diesen. Ah, die können wir gar nicht anreden. Gehen wir weiter. Mana-Trank ist M. Muss ich mir merken. Und Raven wurde bei Stärke besser. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Ritualstab. Die Stäbe kann man nebenbei noch tragen, glaube ich. Also wenn man jetzt hier... Ja, hat er immer noch den Stab. Wenn man jetzt zum Beispiel beim Draemin würde Naturzauber auswählen, dann hat er das Schild und das Ding nicht mehr. Aber die Stäbe kann man noch extra tragen nebenbei. Darum nehmen wir den Stab sondern den durch. So, Steigholben und Kurzschwert brauchen wir nicht. Und jetzt geht's weiter. Also diese Zauber ist extrem stark, wenn man die Gegner so stunnen kann. Und wir haben ein Level Up wieder. Am Anfang geht es noch recht schnell, aber später wird es dann... Es wird zwar nie sehr zäh, also man levelt immer sehr gut, aber ja, es wird nicht mehr so leicht sein. Am Anfang geht es alles noch schnell und später dann nicht mehr. Also ich bin relativ schnell auf Level 100 gewesen, als ich damals das Spiel gekauft habe. Ich habe es am ersten Tag gekauft und als ich Windows 7 hatte, ging das Spiel nicht mehr, also den neuen PC ging das Spiel nicht mehr und jetzt kann ich es endlich wieder spielen. Ich habe so richtig viel Bock darauf und ja, ich werde jetzt mal kurz die Aufnahme beenden und nochmals anmachen für den nächsten Part, für Part 2. Bis gleich.